So, ihr Lieben, bevor ihr euch das Video jetzt anschaut, habe ich noch was ganz Spannendes für euch. Und zwar, wir sind mal wieder bei einem Livestream angelangt. Warum sind wir das? Wir hatten kurz vor Weihnachten im Dezember unseren ersten Livestream, sehr erfolgreich, hat mega Spaß gemacht für uns alle. Und zwar, warum hatten wir das? 5000 Abonnenten. Ihr könnt jetzt mal raten, was jetzt ist. 10.000 Abonnenten. Ich finde das Hammer. Wirklich, wirklich toll, dass das immer so weitergegangen ist, dass ihr abonniert habt, dass ihr unseren Kanal wirklich schätzt und das finden wir großartig. Tatsache ist, wir wollen das Ganze am 23.05. starten. Das ist ein Sonntag und zwar gegen 11, sagen wir mal vorsichtig, starten wir das Ganze. Soll gehen, grobe Richtung vielleicht bis 13 Uhr, je nachdem, was los ist, auch länger selbstverständlich. Und eine ganz spannende Sache, wir werden wieder eine Verlosung haben. Diesmal wollen wir mal gucken, ein paar Lautsprecher natürlich. Wir wollen Verstärker mit am Start haben, ein bisschen was Spannendes am Start haben für euch. Deswegen auch jetzt schon mal abonnieren, das wäre natürlich toll, dass wir es schaffen. Wenn wir es nicht schaffen sollten, wir sind jetzt ungefähr bei 9.500 Abonnenten, wenn wir es nicht schaffen sollten, wird das gleiche eine Woche später, praktisch gleiche Uhrzeit, stattfinden. Also, das ist eine spannende Geschichte, hoffe ich für euch, für uns wird es das auf jeden Fall werden. Wir freuen uns auf euch am 23.05. 11 Uhr, seid mit dabei und wie gesagt, Frage-Antwort spielen, wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Und herzlich willkommen bei Fidelity. Hi. Dimi, Hajo, ihr kennt uns. Wir haben heute was Tolles vor mit euch. Und zwar, wir wollen euch einmal diesen Raum, diesen speziellen Raum bei Fidelity einmal ein bisschen näher bringen. Und Dimi wird gleich einmal die technische Einrichtung, sprich die App, erklären von der Cabas, Pearl bzw. Akoya. Viel Spaß dabei. Bleibt dran. Zum Raum. Dieser Raum, müsst ihr euch vorstellen, ist eigentlich gar nicht typisch für Fidelity, für das Design, was wir hier haben. Das hat auch einen Grund. Der Grund liegt darin, dass wir damals, das war 2015, 16, als wir hier eingezogen sind, unseren Designer gesagt haben, pass auf, Roman, du hast Kunden, die auch unsere Kunden letztendlich sind, lass uns doch einfach das so machen, du bleibst bei uns. Das hat er auch gemacht und sich diesen Raum als Designer zurechtgemacht. Deswegen sieht er auch so wild aus. Wir sehen hier afrikanische Einschläge, wir sehen aber auch einen Kronleuchter. Wir haben hier alles Mögliche drin, ist ein recht dunkler Raum, aber das ist sein Geschmack, das ist auch cool. Und was haben wir hier mitgemacht? Also erstmal finde ich persönlich ganz spannend, was wir machen wollen ist, ihr seht hier eine kleine Bar, die wird tatsächlich nochmal aktiviert demnächst. Wir werden einen ganz kleinen Barbereich hier haben. Hat auch mit uns selber hier zu tun, dass wir sagen, wir sitzen auch mal abends vielleicht beim Fußballer oder wie auch immer zusammen, können hier ein Bierchen trinken. Hat aber auch mit euch zu tun, dass man sagt, Mann, wir haben 2 Stunden miteinander verbracht, ihr wart hier zum Testen, habt nochmal Lust, irgendwie einen kleinen Drink zu euch zu nehmen. Das ist der Gedanke dabei. Deswegen eine kleine, coole Bar hier. Was passiert hier noch? Da, wo Dimi steht, praktisch hier, müsst ihr euch vorstellen, kommt noch ein großer Screen hin. Wozu brauchen wir den? Habe ich eben erwähnt, zum Fußball gucken natürlich, aber nicht nur. Sondern wir brauchen ihn auch, wenn ihr kommt und sagt, nee, ich will mal irgendwie 5.1, aber mit aktiven Lautsprechern. Ich kann Kabel nicht nach hinten legen, ich will das alles gar nicht. Das genau ist gedacht, dass wir sagen, wir haben hier nämlich in dem Raum zum Beispiel stehen, das seht ihr hier so ein bisschen, müsstet ihr ja nicht sehen, das ist die Vento-Serie von Canton, ein vollaktives System. Hinter uns werden dann die Vento, die Regallautsprecher dementsprechend sein. Was ihr noch nicht seht, ist eben der TV, der hier hängen wird. Darunter wird sein praktisch auch noch die Smart 10 Soundbar. Was ihr noch nicht sehen könnt, steht noch hinterm Tresen, wird aber noch vorgeholt, ist der Sub 8, der Smart Sub 8. Das heißt also Canton komplett kabellos, ist mal ein bisschen wie gelinscht, ist nicht so, denn ihr braucht ja Strom. Den müsst ihr auf jeden Fall haben und zwar 5 bzw. 6 Mal. Das können wir euch hier direkt vorführen. Jetzt schon mal erwähnt, wir werden auch die kleinere Serie, ich nenne das mal einfach so, von die GLE praktisch, werden wir von Canton auch unten im Studio 3 haben. Da wird das zweite System aufgebaut sein, aber dazu komme ich später dann. Da machen wir nochmal extra Video drüber. Was haben wir noch? In dem Raum seht ihr eben halt das, was Dimi gleich netterweise übernimmt. Ihr seht hier von Cabas eben die großen Kugeln mit den dazugehörigen Ständern. Das ist die Cabas Pearl. Ihr seht die Cabas Akoya. Ihr seht aber auch die Phantoms 103, 108.
Ihr seht, das kann nachher Lukas nochmal im Kameraschwenk machen, auch hinten auf der Fensterbank die kleineren, sprich die Reactor von DVLE. Und was ihr hier drin auch sehen werdet später, ist eben die KEV LSX und auch eben die KEV LS50 Römisch 2. Also ihr merkt, ein vollaktiver Raum, super spannend. Ich glaube, es ist recht einzigartig, weil es normalerweise in Geschäften oft verteilt ist. War bei uns auch bis vor kurzem. Aber wir haben uns dazu entschlossen zu sagen, nee, wer aktiv möchte, der möchte auch den Vergleich. Und den Vergleich können wir hier perfekt ziehen. Genau, dann übernehme ich mal. Genau. Ja, das war der Gedanke, hatte Erik auch letztes Mal im Video am Dienstag erwähnt, dass wir hier einfach die Möglichkeit bieten wollen, verschiedene Systeme gegeneinander, miteinander zu vergleichen. Also verschiedene Marken, aber auch innerhalb einer Marke, dass man von klein auf groß, Stereo, Mono und so weiter. Ja, und das wollen wir hier machen. Aber heute geht es erstmal ganz simpel um die Einrichtung eines Cabas The Pearl Lautsprechers bzw. The Pearl Akoya. Und dazu hole ich jetzt mal mein iPad, was ich gerade verlegt habe. So, iPad ist da. Ich zeige euch jetzt einfach mal die App. Ich öffne die Cabas Stream App. Und da seht ihr schon Gregory Porter, aber ich gehe mal noch mal ein kleines bisschen zurück. Und dann seht ihr unten einmal die Favoriten, Musikauswahl, Player und Einstellungen. Gehen wir mal ganz kurz auf die Player. Dann seht ihr schon ein paar Lautsprecher, die wir bereits hinzugefügt haben. Einen habe ich komplett resettet, damit wir den gleich zusammen einrichten. Und da haben wir einmal The Pearl Black rechts, hier ganz oben. Den können wir als Einzelnen anwählen und wenn wir dann die Gruppe drücken, können wir noch einen weiteren hinzufügen. Dazu aber nochmal später. Jetzt machen wir ganz simpel einfach mal die Einrichtung. Und dazu hat man mir empfohlen von Cabas selber, wenn man die Einrichtung startet, dann kommen da einige Schritte und das kann man so ein bisschen umgehen und simpler, schneller machen, indem man rausgeht und über die WLAN-Einstellungen des iPads oder des Android-Tablets eben darüber den Lautsprecher findet. Und dazu müsst ihr mal ein kleines bisschen näher kommen. Ich drehe mal den Speaker um. Und dann gibt es hier auf der Rückseite eine Pairing-Taste. Und zwar genau hier. Die drücken wir an der Stelle ein paar Sekunden, bis es über meinen Finger leuchtet. Ja, genau. Und jetzt nehme ich mir das iPad zur Hand und gehe in die WLAN-Einstellungen. So, ihr seht, The Pearl OC, das ist der Speaker, den wähle ich jetzt einfach mal an. So, an der Stelle haben wir ihn gefunden. Jetzt gehen wir einfach mal raus und wieder in die Cabas-App. Und ja, da zeigt er schon direkt an, Sie sind mit dem Wi-Fi-Netzwerk sind Sie mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbinden? Ja gut, das ist ein bisschen grammatisch nicht ganz so richtig, aber ist nicht schlimm. Fügen Sie diese Lautsprecher hinzu. Das machen wir jetzt einfach mal. Wählen Sie das anzuschließende WLAN-Netzwerk aus. So, das machen wir mal an. Und dann nehmen wir unser Netzwerk, Passwort eingeben, weiter. Network connection in progress. Okay. Network connection. Success. Genau, das ist das Wort, was wir hören möchten. Jetzt können wir den Lautsprecher nochmal benennen. The Pearl. In dem Fall habe ich schon einen rechten The Pearl konfiguriert. Deswegen will ich den jetzt auch mit links benennen. The Pearl White in dem Fall, damit ich den auch hier im Laden zuordnen kann. Links. Weiter. So, und jetzt können wir noch eine Kalibrierung starten. Das machen wir einfach mal später. Erledigt. Und ihr seht, jetzt haben wir in der App alle Lautsprecher. The Pearl Black rechts. Wir haben den The Pearl hier. Ach ja, jetzt hat er das aktualisiert. Jetzt hat er auch die Benennung von mir. The Pearl White links. Dann haben wir Akoya White links und den Akoya Black rechts. Und noch den Sub zusätzlich. Jetzt werde ich den trotzdem noch mal entfernen, damit ich euch noch mal zeige, wie man den mit einem LAN-Kabel dann konfiguriert. Dazu
müssen wir hier einmal den Lautsprecher resetten. Das ist die Taste dafür und dazu brauchen wir was ganz Spitzes. Damit gehen wir einfach mal rein und ich denke mal 5 bis 10 Sekunden, dann müsst ihr auch von selber sagen, dass er resettet ist. Factory Reset. Genau. So, jetzt habe ich die App einfach nochmal neu gestartet und möchte kurz meine Lautsprecher mir ansehen und sehe, der Lautsprecher ist nicht mehr da. Ist ja auch richtig so. Jetzt möchte ich euch mal dasselbe nochmal zeigen, aber mit einem LAN-Kabel angesteckt. In dem Fall sollte ich eigentlich nichts machen müssen. Und ihr seht ja, genau, in der App hat er gleich schon den Lautsprecher hinzugefügt. Also hier ist es nochmal deutlich einfacher. Wir brauchen absolut gar nichts machen, außer abwarten, bis der Lautsprecher da ist. Jetzt würde ich persönlich den hier nochmal umbenennen. Das zeige ich euch auch nochmal. Einstellungen. Meine Leser. So, da ist der Speaker. Name, The Pearl White Links, so wie eben. So, das war es auch schon. Speichern. Und dann schauen wir uns nochmal die Räume an. Jetzt möchte ich einfach mal die großen Lautsprecher miteinander gruppieren. Also The Pearl Black rechts und The Pearl White links. Ich drücke hier auf die Gruppe und hole mir den linken Lautsprecher dazu. Jetzt sehen wir, dass es eine Gruppe ist. Wähle die Gruppe aus und suche mir einfach mal schnell Musik aus. Ja, auch eine super schlüssige App. Läuft flüssig. So, ich spiele mal ganz kurz leise Musik ab und ich möchte euch Folgendes zeigen. Wenn ich jetzt hier rechts neben dem Lautstärkeregler, auf diese Taste drücke, dann sehe ich die Lautstärkeregelung beider Lautsprecher. Und links neben der Lautstärkeregelung beider Lautsprecher seht ihr die Lautsprecherabbildungen und da wird eben gezeigt, ob das der linke oder rechte Lautsprecher ist. Ich kann das jetzt umkonfigurieren. Ich kann jetzt sind beide Lautsprecher sozusagen der rechte Lautsprecher und ich kann das einmal tauschen. So, das ist natürlich nicht sinnvoll. Ich will euch nur damit zeigen, dass wir ganz simpel, bestimmen können, welcher Lautsprecher links und welcher rechts ist. Und in dem Moment, wo ich beide Lautsprecherabbildungen angehakt habe, dann spielen die halt beide Stereo. Das ergibt natürlich keinen Sinn, aber es ist natürlich schön, wie Cabas das so gelöst hat, dass man ganz easy bestimmen kann, welcher Lautsprecher jetzt links und welcher rechts ist, ohne großartig irgendwelche Konfigurationen vornehmen zu müssen. Ja, das ist eigentlich ganz simpel einfach mal gezeigt, wie man einen Cabas-Lautsprecher einrichtet. Aber an der Stelle haben wir euch das einfach mal gezeigt und ich hoffe, das hat euch ein kleines Stückchen weitergebracht. Dimi, das war eine ganz spannende Sache eben. Oh, genau. Das war so, wieder ins Bild gebeamt. Das können wir hier, das ist so cool im Film. Na gut, wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir am Ende des Videos angelangt. Toll, dass du das nochmal gezeigt hast, wie das Ganze funktioniert. Genau. Ach, das Telefon. Also, Tatsache ist erstmal spannende Geschichte, wir wollen das aber natürlich weiterführen. Und deswegen wollen wir jetzt schon mal ansagen, dass am Sonntag, jetzt kommenden Sonntag, auch gleich der Vergleichstest stattfinden wird. Wir wollen testen, wie klingen eigentlich die kleinen Akkuja gegen die Pearls. Können die dagegen ein bisschen anstinken? Optisch würde man denken, null. Also da erwarte ich natürlich von den großen Megabass, von den kleinen natürlich viel, viel weniger. Wir werden es hören. Wir wollen aber auch dann nochmal testen, auch Mono gegen Stereo. Auch das ist spannend, weil verkauft wird die Box durchaus auch so, dass man sagt, nee, stellt euch einen in den Raum. Das ist ein toller Klang, aber der Klang sollte sich eigentlich natürlich nochmal deutlich verbessern, wenn man das Ganze in Stereo macht. Das ist ja letztendlich der Ersatz für euch, eventuell für eine Stereoanlage. Ja. Und das eben auf super charmant und super modern eben halt. Also freue ich mich drauf. Für die ein oder andere, die das jetzt ganz genau nehmen, mit Mono ist eigentlich nur stellvertretend gemeint ein einzelner Lautsprecher. Genau. Selbstverständlich macht der ein
einzelne Stereo. Genau. Aber nur, dass wir dann zeigen, wie macht es ein Einzelner und wie macht es ein Stereo-Paar. Genau. Das haben wir vor. Also freut euch drauf. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Lasst ein Abo da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und bleibt mir gar nichts anderes zu sagen als bis bald, spätestens Sonntag, wenn ihr uns wieder einschaltet, werdet ihr das Video sehen. Also bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao. So, ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Wir haben noch eine Sache in eigener Sache sozusagen. Und zwar, wir suchen als Verstärkung in unserem Team einen Logistiker, einen Lageristen. Und wenn du dich angesprochen fühlst und was ist die Aufgabe, die du übernehmen sollst bei uns, ist praktisch das Lager zu führen. Das ist sehr übersichtlich, es ist also keine riesige Halle, da musst du keine Bedenken haben. Wir müssen oder du musst natürlich dementsprechend Speditionsaufträge bearbeiten, DHL musst du fertig machen und so weiter. Alles kein Hexenwerk, aber es ist gut, wenn du es gelernt hast. Oder ihr kennt jemanden vielleicht, der dementsprechend auch Lagerist, Logistiker ist, wo ihr sagt, Mann, Fidelity, das sind gute Leute da. Haut den an, vielleicht möchte er sich bei uns bewerben. Bewerbung unter, oben angezeigt, Lukas blendet es ein. Wir würden uns freuen, wenn das auf diesem Wege klappt. Und jetzt aber endgültig, das Video ist vorbei. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Ciao.